Der abgebrochene Notruf einer 32-Jährigen alarmiert Michael Weber und Paul Richter. Vor allem, als sie hören, um was es geht. Guten Tag. Guten Tag. Der Rauch. Ja, hallo. Sie sind abgebrochen. Wir haben nur gehört, dass Sie Hilfe brauchen. Wir wissen ja, nicht, worum es geht. Ich glaube, da ist eine Bombe vor der Tür von meiner Mutter. Ich habe sie jetzt versucht, die ganze Zeit anzurufen, aber sie geht nicht dran. Wir waren verabredet und keiner macht Haben mir die Sie sonst noch jemanden angerufen? Feuerwehr, irgendwas wegen der Bombe? Nee. Wie kommen Sie noch auf, dass da eine Bombe ist? Sie können mal gerne vor die Tür schauen. Da steht nämlich ein Karton mit ganz viel Kabel. Und ich gehe schwer davon aus, dass es eine Bombe ist. Ich kann gerne auch. Also meine Mutter muss zu Hause sein. Also das Handy ist auch da. Ja. Das hört man auch klingeln. Ja, ich höre es. Ja. Aber es macht mir keiner auf. Ich weiß nicht, wo. Also sie muss zu Hause sein. Haben Sie mal am Fenster geschaut und irgendwie mal Kontakt versucht? Ich habe niemanden gesehen. Wolltest du mal. Guck mal an, ob wir Verstärkung brauchen. Da die Lage hier vor Ort so unklar ist, haben wir weitere Einsatzmittel bestellt. Zum einen, damit die Straße im Hintergrund natürlich abgesperrt wird, beziehungsweise hier die Gefahrenzone so weit eingegrenzt werden kann, dass hier keine unbeteiligten Personen mit betroffen werden. Darüber hinaus warten wir auf Kampfmittelräumdienst, beziehungsweise müssen hier versuchen, anwesende Personen zu schützen oder zu sichern. Die Frage ist natürlich, wo sie sich aufhalten können. Wir gehen einmal um das Haus rum, versuchen uns ein bisschen umzuschauen. Und ansonsten müssen wir das Gelände hier komplett verlassen. Ne? Ich habe zwei Einsatzmittel stehen oben und unten. Ja. Und wenn Sie was sehen, der hier über den Garten kommt oder was, einfach aufhalten. Ne? Ja, okay. Ich schreie. Genau, bitte. Laut schreien. Laut schreien ist immer gut. Wo gehen wir lang? Links oder was ist das? Das ist doch keine Bombe. Vielleicht dilettantisch gebaut, aber weiß ich nicht. Was heißt das? Schnick, schnack, schnuck. Komm. Carsten, was zur Schere? Geschenkt. Okay, gut. Sei vorsichtig, wenn du hier nicht noch mehr drehst. Hallo, die Polizei. Die Polizei. Hallo. Hey, 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 hallo. Oh. Nehmen Sie mal die Mickey Mäuse ab. Guten Tag. Können Sie mich hören? Ja, gut so. Was machen Sie denn hier? Ich wohne hier. Sie wohnen hier? Mir wurde gesagt, hier wohnt nur eine Dame, eine ältere. Sie haben vorne an der Tür Verkabelung. Haben Sie einen Ausweis und so was dabei? Ein Bademantel wahrscheinlich nicht, ne? Müsste ich kurz oben holen. Ja, dann gehen Sie mal Ihre Sachen oben holen. Sie müssen aus dem Haus hier raus. Okay. Wir müssen auch hinten rum raus. Machen wir zügig. Mich bei Einschlafen. Wie heißen Sie denn? Cedric. War noch jemand mit Ihnen hier im Haus? So, komm, Gas geben, ist egal, dann lass die Scheiße hier drin. War noch jemand mit Ihnen im Haus? Nee, gar keiner, ich war jetzt alleine. So, einmal hier bitte raus aus dem Fenster. Der Kollege nimmt Sie dann Empfang. Ja. Und Ihre Mutter hat aber gar keinen Untermieter oder dass hier jemand anders reinkommt oder wohnt oder. Nee, also Untermieter keiner. Nur wie gesagt, der Nachbar, habe ich dem Kollegen ja schon gesagt, okay, der macht halt immer ein bisschen Terz, weil die Katze halt immer auf sein Geländer läuft. Okay, so. Die Katze habe ich jetzt nicht gesehen. Ja, wo wohnt der Nachbar? Welcher? Der oder der hier? Der da hinten. Okay, ja, da müssen wir im Nachgang nochmal beim Nachbarn prüfen. Was ist das denn? Was? Kann mir mal jemand sagen, was das hier soll? Warum werde ich jetzt einfach hier rausgeschmissen? Kommen Sie mal her. Denn? Wer sind Sie denn? Warum hast du den Bademantel von meiner Mutter an? Kennen Sie sich? Nein. Oder? Wer sind Sie denn? Ich bin Cedric. Cedric, ich bin. Ich bin mit Vorname oder Cedric Nachname oder was? Darf ich mir erst mal was anziehen? Ich hab dir doch gerade was gesagt. Ist das zu schwierig zu antworten oder was? Wer sind Sie? Cedric was? Müller, Meier, Schmitz? Fischer. Fischer, rheinischer Adel oder was? Und was machen Sie da im Haus? Ich war dort zu Besuch. Sie waren zu Besuch. Wer bist du? Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja. Im Bademantel, ne? Klar. Also haben Sie sich für länger eingerichtet da oder wie? Oh, Vorsicht, nicht, dass die Kohle rausfällt. Der im Haus angetroffene junge Mann gab sich mir gegenüber nur einen Vornamen aus. Cedric ist nicht viel. Auf die Frage, was ich im Haus mache, kriegte ich auch keine richtige Antwort. Dann hat er Bargeld dabei gehabt. Das konnte ich sehen, als er sein Portemonnaie auspacken wollte. Wir wollten aber aus dem Haus raus, weil wir die Lage hier nicht klar sehen konnten oder einsehen konnten.
Entsprechend muss hier geprüft werden, was er im Haus gemacht hat. Hat er unter Umständen das Geld, was er bei sich führt, geklaut? Beziehungsweise lässt er sich irgendwie häuslich nieder? Wir wissen immer noch nicht, wo die Dame des Hauses ist. Wir müssen irgendwie weiterkommen. So, was haben Sie jetzt hier im Haus gemacht? Ja, wie gesagt, ich war auf... Na, Sie haben noch gar nichts gesagt. Nicht wie gesagt. Ich habe Sie gefragt, Sie waren da zu Besuch, ja. Aber was haben Sie da im Haus gemacht? Wen haben Sie besucht? Und wofür haben Sie das Geld bekommen? Das Geld ist, wie gesagt, das ist, ich habe die letzten Tage Gehalt bekommen, deswegen. Ja. Und Besuch. Okay, Herr Fischer, passen Sie mal auf. Wo ist die Dame des Hauses? Wenn ihr sie als Tollboy hier angeheuert haben sollte, das ist halt erstmal ein ganz, steht auf einem ganz anderen Blatt. Interessiert uns gar nicht. Ich möchte wissen, wo die Dame des Hauses ist. Welche Dame? Also, guck mal, da wurde ja noch jemand in dem Haus, oder? Ja. So. Der Timo. Ich war beim Timo zu Besuch. Wer ist Timo? Wo ist Timo? Timo ist mein Bruder. Aber wo ist meine Mutter? Wo ist Timo? Ich weiß nichts von deiner Mutter. Keine Ahnung. Was machst du in dem Haus von meiner Mutter? Ja, ich war beim Timo. Seit wann sind Sie denn da? Timo wohnt doch gar nicht hier. Seit wann sind Sie denn da? Vielleicht eine Stunde oder so. Und der Timo war auch da. Sind Sie erstmal gemeinsam baden gegangen oder wie? Sie stellen schon lächerliche Fragen, oder? Ja, wenn Sie mit dem Bademantel hier rumlaufen, was soll denn der Scheiß? Streifenwagen. Lass mal locker den Arm. Ich will nicht, dass du hier wegfliegst, wenn die Bombe hochgeht, wenn es denn eine ist. Ich bin kein kleines Kind, ich kann auch reinlaufen. So, guck da an die Tür, hast du gesehen, da ist das Paket, deswegen sind wir hier. Möchte ich aber nicht, dass hier alleine gelaufen wird, weil wir alleine keine Antworten geben können. Auf rumzuzappeln, setz dich rein, bist artig. Achtung, Tür. So, guten Tag, wer sind Sie? Meine Mutter wohnt hier. Ihre Mutter wohnt hier, Sie suchen wir schon. Eigentlich darf ich Sie gar nicht reinlassen, deswegen ist das ein Polizeiabsperrungsband. Sie gehen jetzt einmal da durch, gehen Sie einmal da durch. Ja. Der Kollege nimmt Sie empfangen, das ist der Bruder. Kannst du mir das mal erklären? Kennen Sie den Herrn, der im Auto sitzt? Den haben Sie gerade gesehen, ne? Ja, ich kenne ihn. Ja, wer ist das? Wer ist das? Ja, ich habe mich getrennt und bin bei Mama eingezogen. Ja, und das ist... Ihr Freund? Mehr oder weniger. Was heißt, der bezahlte Freund? Genau. Woher kennen Sie den? Aus einschlägigen Adressen oder was? Der wurde mir empfohlen. Er wurde Ihnen empfohlen. Wer ist das? Du. Das ist unsere Mama. Hallo? Hallo? Mama. Kommen Sie mal hier rüber, hey! Oh Gott! Kommen Sie, hallo! Gehen Sie... Sie wohnen hier? Moment. Haben Sie Ihr Hörgerät nicht drin? Ja. Wir gehen mal ein Stückchen darüber, ja? Sagt der vorbestrafte Gigolo die Wahrheit? Paul Richter befragt die schwerhörige Mutter zu dem Verdächtigen. Ich muss nur wissen, ob der hier sein darf. Ja, das ist schon okay, ja. Das ist okay. Ja. Und wer hat ihn jetzt hierher bestellt? Sie oder der Sohnemann? Er ist ja nicht mein Lover. Das frage ich ja gerade. Das muss ich leider wissen. Mein Sohn. Ja, der hat sich jetzt halt geoutet. Ah, okay. Ja. Das ist mir schon ziemlich Empfehlung. Peinlich. Ja, das Blöde ist bei ihm, ich habe über Funk vorhin gehört, der hat noch einen Aufenthaltstitel. Wir wollen doch wissen, wo der ist. Und er hat sich nicht mehr gemeldet bei der Polizei. Jetzt muss er mitfahren. Aufenthaltstitel? Wir müssen gucken, der darf sich eigentlich nicht hier, also eigentlich darf er sich frei bewegen. Okay. Aber der soll uns sagen, wo er wann ist, damit wir Post zustellen können. Und da an seiner Meldeadresse nicht aufzufinden war und er nun mal in dem Gewerbe arbeitet, in dem er arbeitet, wollten wir den anschreiben. Das ging aber nicht. Deswegen muss der mitfahren. Ah, ja. Ja, der hat jetzt nichts Schlimmes gemacht, aber wir müssen einmal mit dem was abklären. Ja. Hauptsache meinem Sohn geht's gut. Das kann ich. Ja. Da muss ich ihn gleich fragen, ob er das gut gemacht hat. Ne? Die Mutter war in ihrem Gartenschuppen und hat den Tumult nicht gehört. Wer hat nun die mutmaßliche Bombe installiert? Der Sohn hat eine überraschende Erklärung. Was ist das für ein Ding? Das ist eine Katzenklingel, die ich gebaut habe. Meine Mama ist total in ihre Katze verliebt und... Danke. Eine Katzenklingel? Ja. Ich dachte, das wäre eine Bombe. Nein. Ja, wonach sieht das denn bitte aus? Ach Quatsch, das ist nur ein Karton. Ich hab da extra mit dir. Kommen Sie trotzdem mal. Kommen Sie so schlecht. Frag du mal die Mutter. Arnold findet 1536. Komplette Entwarnung bei dem Paket. Handelt es sich um eine Ruhe, bitte einmal gerade. Handelt es sich um eine sogenannte Katzenklingel, Marke Eigenbau, falscher Verdacht. So, nimmst du mal die Mutter kurz mit? Kommen Sie einmal mit zu mir. Der Kollege klärt sich auch, was passiert ist. Ja, und ich. Schauen Sie mal auf die Tür. Gucken Sie mal hier rüber. Schauen Sie einmal hier auf die Tür. Sehen Sie das? Ja. Da haben wir uns erschrocken. Da haben wir Angst gekriegt. Jetzt kommen Sie einmal mit. Dann wäre eine Bombe. Der Kollege klärt Sie kurz auf. Ich will Sie einmal zum Streifenwagen bringen. Jetzt kommen wir mal zu uns. Also, Sie haben den bezahlt? Ja. Okay, das ist ja nicht verwerflich. Aber trotzdem,
ist es ja verboten. Meine Mutter ist verrückt nach ihrer Katze und sie hört halt ziemlich schlecht. Okay. Deswegen, als ich hier eingezogen bin, habe ich mir das einfallen lassen, dass die Katzen da einmal dran tippen. Das haben wir denen beigebracht. Und das macht die? Ja. Ja, man hört das. Also, für das Teil hier haben wir halb Köln lahmgelegt. Alle Leute alarmiert, Feuerwehr und so weiter. Straße ist schon gesperrt. Aber man weiß halt nicht, was drin ist. Ja, das sieht zwar ein bisschen dilettantisch aus, aber auch dilettantisch kann wehtun, muss man ganz klar sagen. Und wir haben nur nach Vorschrift gehandelt. Jetzt können wir Entwarnung geben und alles ist gut. Und die Katze kommt hoffentlich hier wieder rein. Die Mutter hatte vergessen, dass sie mit ihrer Tochter verabredet war. Der Gigolo ihres Sohnes wird wegen der nicht versteuerten Einnahmen aus Prostitution belangt.